Wir kümmern uns natürlich um schwerstkranke Menschen in der Akutversorgung, das ist, vor allem hier natürlich nach großen Operationen. Wir sind natürlich für die Patienten da in den ersten sehr kritischen Momenten. Wir haben ein großes Spektrum, was Einarbeitung angeht. Also klar, die ganz normale Grundversorgung der Patienten vom Waschen, Haare waschen, Kämmen, Zähne putzen und so. Das ist das Standardprogramm und dann geht das hier natürlich speziell weiter. Über Wundversorgung, über die ganzen technischen Geräte, Intubation, Extubation, Beatmung, Blutentnahmen. Wir versuchen halt schon, dass wir für den neuen Kollegen einen Ansprechpartner bzw. maximal zwei Ansprechpartner haben. Gerade das erste Jahr, die neuen Kollegen, die stellen eigentlich permanent Fragen, was sie auch sollen, was auch total gut ist. Da sollen immer ein, zwei erfahrene Kollegen mit im Team sein am Tag. Die ersten Tage, als ich hier auf der Klinik oder in der Klinik angefangen habe, auf der Station, waren natürlich erschlagend. Man bekommt wirklich von allen Seiten Input. Es war ziemlich viel anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Also ich finde, das ist ein super Programm, weil die Kollegen halt die Möglichkeit haben, verschiedenste Bereiche zu sehen. Zum einen erfahren sie dann auch, welcher ist für mich der spannendste Bereich, in welchem Bereich möchte ich dann später meine Zukunft aufbauen. Und natürlich auch verschiedene Herangehensweisen von allen Intensivstationen werden natürlich auch beigebracht. Also man hat ein sehr umfassendes Gesamtwissen nachher, ein Gesamtkonzept, wie Intensivmedizin aufgebaut sein kann.